Ein Tag für die Geschichtsbücher. Der SV Reinickendorf 1896 sichert sich durch den 6:3-Erfolg gegen den Dorstener Tennisclub den Klassenerhalt in der Bundesliga Herren 30 Nord. Als wir den Matchball verwandelt hatten, wussten wir, dass wir drinbleiben. Die Leute sind ja ausgerastet und das hat es sehr speziell gemacht, dann gerade auch diesen Matchball dann zu verwandeln. Das war ein wunderschöner Moment. Doch für den SV Reinickendorf sah es diese Saison nicht immer rosig aus. 4 Niederlagen und nur ein Sieg, das ist zu wenig. Somit heißt es am letzten Spieltag, alles geben. Doch die Konkurrenz ist groß, denn auch der TTK Sachsenwald und Uhlenhorster HC Hamburg kämpfen parallel um den Klassenerhalt. Zu Beginn des Spieltages ist den Herren die Nervosität deutlich anzumerken. So müssen sich unter anderem der Rumäne Dacian Kration und der Schwede Christopher Stahlberg jeweils im Match-Tiebreak geschlagen geben. Lediglich Tim Bauer gelingt es, sich in der ersten Runde gegen Marcel Schröder mit 7:6 und 6:3 durchzusetzen. Wir gehören nicht in die Liga der großen Vereine Berlins. Das waren wir noch nie. Wir waren eigentlich immer jemand, der so als kleiner Underdog gute Leistungen erbracht hat und auch unsere Matches immer vernünftig bestritten haben. Und darauf sind wir eigentlich stolz. Im zweiten Durchgang zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Kroate Marin Bradaric startet gut ins Spitzenspiel gegen Stefano Galvani aus Italien, kann aber nicht mithalten und verliert schließlich in 2 Sätzen. Umso besser läuft es dagegen auf dem Nachbarcourt. Hier stehen sich Timo Fleischfresser und der Niederländer Michel Meyer gegenüber. Mannschaftskapitän Timo Fleischfresser siegt souverän in 2 Sätzen mit 6:3 und 6:3. Wir lagen nach der ersten Runde hinten 2-1, von daher wusste ich, im Grunde müssen wir die zweite Runde mindestens 2 Punkte holen. Das war natürlich eine Drucksituation, wobei ich heute, muss ich sagen, sehr, mit meinem Spiel sehr, sehr zufrieden war. Nach den Einzeldurchgängen heißt es 3:3. Hier ist also noch alles möglich, aber die Herren des SV Reinickendorf müssen die Kontenance bewahren. Und wie geht das besser als mit Reha One? Perfekte Work-Life-Balance dank individueller, flexibler Arbeitszeiten und hoher Vergütung. Ob Teilzeit, Vollzeit, nebenberuflich oder freiberuflich, als Physiotherapeut, Ergotherapeut oder Logopäde, ist Reha One dein perfektes Match. Kein perfektes, aber geschichtsträchtiges Match spielen auch Timo Fleischfresser und Christopher Stahlberg im Doppel. Mit 7:5 liegen die Reinickendorfer bereits nach dem ersten Satz in Front. Der 6. Sieg scheint also zum Greifen nah. Doch nicht mit Sami Rheinwein und Tim van der Heijden vom Dorstener TC, die noch einmal alle Kräfte mobilisieren und ihre Spielweise geschickt anpassen. Immer wieder locken sie ihre Kontrahenten ans Netz und nutzen geschickt die Schwächen ihrer Gegner aus. Plötzlich heißt es 3:6, die Entscheidung muss im Tiebreak fallen. Fleischfresser und Stahlberg erlangen wieder die Oberhand, spielen die Ballwechsel nun konsequenter zu Ende und können mit dem Matchball den Klassenerhalt perfekt machen. Als wir letztes Jahr dann etwas überraschend aufgestiegen sind, haben wir uns geschworen, wir nehmen das einfach als Erfahrung mit. Und wenn es dann klappt, dann ist es riesig. Und wenn es nicht klappt, dann auch nicht so schlimm. Es fühlt sich immer gut an, nächstes Jahr nochmal zu spielen. Man kann gespannt sein, wie es mit der Mannschaft in der nächsten Spielzeit in der Bundesliga Herren 30 Nord weitergehen wird. Aber gewiss ist, die Herren des SV Reinickendorf 1896 sind immer für eine Sensation gut.